hallo zusammen. Ich freue mich total, heute hier zu sein. Mein Name ist Tijen und ich habe heute ein Bild für euch mitgebracht. Ein Bild, das mich wahnsinnig inspiriert hat, auch mit meinem Netzwerk, mit meinem Frauennetzwerk, das ursprünglich mal Women in Digital hieß, global zu gehen und sozusagen die Welt zu erobern. Und ich erzähle euch heute was über Diversität und warum es so wichtig ist. Ich glaube, wir wissen es alle, wir haben es mittlerweile alle irgendwie kapiert. Diversität ist irgendwie anscheinend gut und wichtig und cool, aber so richtig ist es irgendwie noch nicht angekommen, zumindest bei einigen Unternehmen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Vielleicht bevor ich anfange, noch ein, zwei Worte zu mir. Ich bin Unternehmerin, ich habe eine PR-Agentur, Startup Affairs, und eben habe das Frauennetzwerk Global Digital Women ins Leben gerufen. Und ich komme ursprünglich aus der Politik. Also ich habe lange vom Bundestag und Europaabgeordnete gearbeitet, unter anderem für Silvana Koch-Marien. Ich weiß nicht, wer kennt sie noch? Das war die Frau mit der Doktoraffäre. Dann bin ich zu Guido Westerwelle und er ist damals als Bundesvorsitzender zurückgetreten. Und dann bin ich ins Bundespräsidialamt zu Wulff. Und ja, ich freue mich total, dass Microsoft mich heute eingeladen hat. Mal sehen, wie lange es den Laden hier in Deutschland noch gibt. Genau, so, jetzt sind wir ein bisschen warm hier. So, das habe ich euch mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt im Netz. Das finde ich großartig, dieses Bild. Aber vor allem nicht nur, weil sozusagen hier ein Geschlecht drauf ist, vor allem auch deswegen, weil das ein Styling-Mensch sozusagen sich mal angeschaut hat und geguckt hat, okay, wie schlecht kann Mode eigentlich umgesetzt werden? Und das fand ich besonders toll, weil da muss ich ein bisschen die Genderkeule jetzt rausholen. Normalerweise geht es uns Frauen ja immer so, ne? Was hat sie an, wie sieht sie aus und so weiter und so fort. Ändert sich auch ein bisschen in Deutschland. Im internationalen Bereich ist es übrigens komplett anders, aber egal. Und deswegen fand ich das so cool, weil ich gedacht habe, ja, endlich mal ist das etwas Umgekehrtes und es ist auch auf eine humorvolle Art und Weise, weil ich glaube, in dieser ganzen Diversity-Debatte oder auch sozusagen Equality-Debatte sind wir sehr schnell in Pro, Contra, in Quote, ja, nein. Wir sind oft sehr politisierend unterwegs und ich habe für mich gesagt, so Humor und so ein bisschen eine Form von Leichtigkeit finde ich irgendwie für meine Arbeit an der Stelle ganz wichtig. Das gibt es im Netz, also das ist noch da, ne? Insofern könnt ihr noch finden. Ansonsten könnt ihr mich einfach antwittern, dann verlinke ich euch das nochmal. Ja, Diversität, was braucht es dazu? Es braucht einen Wandel, alle reden darüber, es braucht einen Wandel. Und warum ist es jetzt eigentlich so wichtig in Zeiten von Digitalisierung? Also was ist die Connection zwischen Diversity und Digitalisierung? Und ich glaube, es gibt eine ganz interessante Connection. Also das eine ist, ich glaube, zu Diversity braucht man eine Form von Offenheit, eine Form von Mut. Man muss irgendwie andere Ansichten zulassen, man muss andere Mentalitäten zulassen. Ich musste das auch lernen. Ich erzähle euch später auch, warum, was mich sozusagen sehr inspiriert hat, auch das hat mit dem Bild zu tun. Und bei Digitalisierung ist es ja genauso. Das habt ihr, glaube ich, heute auch schon des Öfteren gehört. Ne? Wir erfinden ja das Rad auch nicht immer neu, aber diese Offenheit zu sagen, sich auch mal auf Dinge einzulassen, von denen man eigentlich keine Ahnung hat, aber irgendwie weiterzumachen und vor allem den Mut zu haben, auch Dinge anzugehen und vielleicht mal etwas zu machen, was man bisher noch nicht so gemacht hat. Und ja, es gibt eben diese berühmten Thesen, je diverser ein Team aufgestellt ist, desto innovativer ist es. Es gibt da wahnsinnig viele Studien darüber und bevor ich jetzt sozusagen alle Studien raushole, die es gibt, vielleicht eine einzige, die ich mitgebracht habe, wenn das die ist, genau. Die ist von BCG und die fand ich ganz spannend, weil BCG sich tatsächlich angeschaut hat, okay, Unternehmen in Deutschland, in Schweiz und in Österreich und haben sich wirklich die Top-Unternehmen, also große Unternehmen angeschaut und wie ist sozusagen der Kausalzusammenhang zwischen Diversity und Innovationsfähigkeit. Und haben eben herausgefunden, dass diejenigen, die jetzt, Diversity ist ja auch ein weiter Begriff, das wissen wir ja inzwischen auch alle, ne? Ist nicht nur Gender, sondern auch Herkunft, unterschiedliche Branchen und so weiter. Und die haben sich jetzt in einem Bereich vor allem auch auf das Thema Geschlechterdiversität fokussiert und haben halt gesehen, okay, wenn es eine gesunde Mischung von Mann, Frau, was dazwischen gibt, dann ist es auf jeden Fall so, dass die Unternehmen auch auf jeden Fall innovativer sind und vor allem, dass es sich unmittelbar irgendwie auch auf den Umsatz niederschlägt. Und das ist doch wirklich ein Argument,
wo man sagt, okay, jetzt wird es wirklich spannend, weil jetzt wird es businessrelevant. Und wenn ich als Unternehmen nicht auf Diversität setze, dann verpasse ich den Zug, also dann bin ich nicht mehr wettbewerbsfähig. Es ist keine gesamtgesellschaftliche Klingeling-esoterische Debatte, sondern es ist wirklich eine businessrelevante Geschichte. Und das wissen wir ja alle, wenn unterschiedliche Köpfe zusammensitzen, ist es wahnsinnig anstrengend, muss man einfach echt sagen. Verschiedene Generationen, verschiedene Mentalitäten, verschiedene Kulturen, das ist extrem herausfordernd. Aber am Ende des Tages haben alle ein Ziel, irgendwie innovativer und wettbewerbsfähiger zu werden. Und das hat eben diese Studie auch gezeigt. Ich glaube auch, dass das Thema Ideenvielfalt ist, was natürlich noch viel stärker ausgeprägt ist, wenn man diverse Teams hat. Das kennt ihr vielleicht. In Zeiten von Digitalisierung, alle reden ja auch darüber, ne? Abteilungen werden irgendwie gemischt, man arbeitet viel generalistischer. Ich als jemand, der in der Marketingabteilung ist, muss auch einen ITler verstehen und umgekehrt genauso. Und ich glaube, dahin geht auch die Richtung. Also ich glaube, dass Jobprofile in Zukunft nicht mehr einen konkreten roten Faden haben werden, sondern wir alle hier in diesem Raum werden unsere Jobprofile selbst gestalten können. Wenn ich Digitalkompetenzen mitbringe, die vielleicht ein Kollege oder eine Kollegin nicht hat, dann bin ich vielleicht an der Stelle etwas zukunftsfähiger, aber im Team kann ich natürlich gut im Sparring zusammenarbeiten und ich kann gutes Mentoring, dieses berühmte Reverse Mentoring, also hin in beide Richtungen wirklich auch entwickeln. Und daher glaube ich, dass Diversität genau da ansetzt, wo Innovation ansetzt, nämlich nach vorne zu schauen und wirklich Ideen gemeinsam zu entwickeln, um an der Stelle eben auch zukunftsfähig zu sein und zu bleiben. Wie macht man das jetzt eigentlich? Ich habe euch so ein paar Sachen jetzt mitgebracht. Ich habe ja auch leider nicht so viel Zeit, aber ich strenge mich an. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir in Zeiten von Digitalisierung, also meine These ist so ein bisschen, je digitaler wir werden, desto analoger werden wir. Das sieht man heute auch. Es gibt eine unglaubliche Sehnsucht danach, dass man sich auf Veranstaltungen wirklich ganz in live und in Farbe und zum Anfassen sozusagen wieder mal sieht und zusammentrifft, weil all diejenigen, die man im Netz sieht mit Twitter-Accounts, die will man ja irgendwie auch in echt sehen. Und ich glaube, für Unternehmen ist es deswegen extrem relevant, dass sie interne Formate des Austausches schaffen. Also ich arbeite mit relativ vielen Unternehmen zusammen und es gibt beispielsweise Otto, ne, die haben diese Fuck-Up-Nights eingeführt. Ich weiß nicht, wer das schon gesehen hat, wo die Führungskräfte sich auch auf so eine Bühne stellen und von ihrem persönlichen Scheitern sprechen. Und ja, man kann sagen, okay, gut, das ist irgendwie so Startup-Hype und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es hat wirklich eine absolute Relevanz, dass es solche Formate gibt. Und ich kenne auch andere Unternehmen, die verschiedene Netzwerkformate anbieten, wo sich verschiedene Abteilungen mal zusammensetzen und an ein und demselben Thema arbeiten, unabhängig davon, ob sie davon eine Ahnung haben oder nicht. Also ich glaube, in Zeiten von Digitalisierung werden analoge, egal ob externe Netzwerke, wie ich eins aufgebaut habe, oder auch interne Netzwerke tatsächlich an der Stelle immer wichtiger. Ich glaube, dass wir auch in Zeiten von Digitalisierung lernen müssen, uns nicht nur auf Deutschland zu beschränken, sondern auch lernen müssen, über den Tellerrand zu schauen. Wir müssen international denken, also unser Leitspruch ist ja sozusagen für Global Digital Women auch Think Global, also wirklich zu überlegen, alles, was wir in Deutschland hinsichtlich Digitalisierung machen, was hat das eigentlich eine Relevanz, was hat das für eine Relevanz für den internationalen Markt? Und ich glaube, viele Unternehmen, die gerade auch in Deutschland sind, vielleicht auch einige Mittelständler an der Stelle, sind sehr natürlich auf Deutschland fokussiert und vergessen dabei, dass die Internationalität der Schlüssel an der Stelle zum Erfolg ist, weil es eine Weitsicht bringt und weil natürlich viele neue Talente kommen, die ganz andere Ansichten und übrigens auch ein ganz anderes Tempo mitbringen. Also ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber ich erlebe das in der Zusammenarbeit mit gerade internationalen Unternehmen, die sind wahnsinnig schnell. Und wenn wir uns noch darüber Gedanken machen, wie wir die Datenschutzgrundverordnung irgendwie umsetzen, haben die das dreimal schon gerockt, das Ding. Insofern, ich glaube, wir müssen wirklich schneller und effektiver werden und einfach auch mal machen und vielleicht auch mal hinfallen, aber am Ende des Tages an der Stelle wieder aufstehen. Und das meine ich eben mit diesem einfach auch mal scheitern. Ich finde dieses Otto-Format ganz toll. Es gibt andere Unternehmen, die machen ähnliche Formate. Ich kann das Unternehmen nur raten, solche Plattformen zu schaffen. Ich kann auch Führungskräften nur raten, offen mit dem Thema Scheitern umzugehen, weil ich glaube, Diversität heißt auch, nicht nur über Erfolg zu sprechen, sondern Diversität heißt für mich auch über Misserfolg zu sprechen und auch mal zu sagen, okay, das lief nicht gut, wie können wir es an der Stelle besser machen?
Was ganz wichtig ist, und ich finde, das macht Microsoft ja schon relativ gut, ist so das ganze Thema, vielleicht habt ihr mit Sicherheit schon gehört, das Thema Corporate Influencer, also Mitarbeiter als Botschafter. Und ich glaube, das ist wirklich einer der Schlüsselpunkte für Unternehmen. Unternehmen müssen lernen, in Zeiten von hochkomplexen digitalen Zusammenhängen, künstliche Intelligenz, Blockchain und so weiter, also man kommt ja oft gar nicht mehr mit, selbst wenn man in diesen Themen drin ist. Sie müssen lernen, diese Komplexität so zu erzählen, dass es irgendwie jeder im Unternehmen versteht. Und zwar egal, wie die Person sozialisiert ist. Und dazu braucht es Botschafter. Also die Corporate Influencer sind ja nicht nur dazu da, dass sie rausgehen und für Themen stehen, sondern die Corporate Influencer sind ja vor allem auch dazu da, dass sie intern für Themen stehen und andere auf der digitalen Reise sozusagen mitnehmen. Und wie macht man das? Also wie findet man diese Corporate Influencer? Idealerweise sage ich immer, man startet irgendwie mit so einem kleinen Mini-Workshop und guckt, wer hat eine Grundaffinität dazu. Also wer ist eh so jemand, der Lust darauf hat, Experte oder Expertin in einem Thema zu sein. Und dann matcht man die mit den Personen, die vielleicht sagen, ich habe eine Zurückhaltung. Ich habe das letztens bei einem Unternehmen gemacht, auch aus der Pharmaindustrie. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist natürlich ein hochregulatorischer Bereich. Man kann da nicht einfach immer alles twittern, so Produkte oder so, die gerade in der Mache sind. Aber es war ganz interessant, weil da waren extrem viele Fachexperten, Expertinnen, die unglaubliche Kompetenz hatten und die Lust darauf hatten, diese Kompetenz zu teilen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr als die Unternehmenslenker und Lenkerinnen, die ihr ja seid, egal auf welcher Hierarchiestufe ihr seid, dass ihr diejenigen seid, die das teilen, worin ihr stark seid. Also nutzt die digitalen Plattformen dazu, überzeugt eure Arbeitgeber, dass ihr aktiv rausgeht und dass ihr sozusagen nicht nur in euren heiligen Hallen bleibt. Ja, das war sozusagen, das ist meine eigene Diversity-Erfahrung. Unabhängig davon, dass ich einen Migrationshintergrund habe, habe ich sozusagen letztes Jahr die große Chance gehabt, ich wurde ausgewählt, Teil eines International Leadership Programs zu sein, vom State Department organisiert, 47 Frauen aus 47 Ländern. Übrigens vielleicht nochmal ganz kurz, wie wurde ich da ausgewählt, weil es wird immer wieder gefragt. Ich habe nämlich an einem Podcast teilgenommen, der heißt Tech und Tonic. Und ja, Name ist Programm, also Tech und Tonic, also Gin Tonic. Und dieser Podcast fand irgendwie in den heiligen Hallen von so einem, ich weiß nicht, ob der heute da ist, der Henning, tut mir leid, ich muss es jetzt erzählen, fand in seinen heiligen Hallen statt und er macht es zusammen mit einer Freundin. Und ich dachte so, okay, da gehe ich hin und Podcast, ich meine, mein Gott, dann trinkt man halt ein, zwei Gläschen, das wird schon keiner hören. Und dann haben wir da so ein bisschen Späßchen gehabt und so und es war total lustig und ein bisschen was erzählt. Und dann hat er irgendwann auf online gedrückt und dann ging das Ding auch online. Da dachte ich so, ja, ein paar Leute werden es hören, aber jetzt auch nicht so viele. Und es hörte dann eine in meinem Netzwerk, die wiederum eine gute Freundin hat, die in der US-Botschaft hier arbeitet. Und die suchten gerade jemanden, der sozusagen passend für dieses Programm ist. Dieses Programm ist dazu sucht sozusagen Unternehmerinnen, die selber auch noch nie in den USA waren. Ich war vorher noch nie in den USA gewesen, kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich so. Und die sozusagen mit 46 anderen Frauen aus 46 Ländern 3 Wochen durch die USA reisen. Und das haben wir dann gemacht, wir sind dann gestartet und das war eine tolle Erfahrung, weil diese Frauen, man sieht es ja auch, ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bunt, die kamen überall her, aus Ägypten, aus Indien. Und deswegen habe ich das vorhin gesagt, ja, Diversität ist toll, aber man muss ehrlicherweise sagen, Diversität ist auch anstrengend. Das ist manchmal eben nicht so toll, wenn da ganz viele Kulturen aufeinandertreffen, wenn man merkt, die reden unfassbar schnell, ich komme einfach nicht hinterher. Oder sie machen einfach und ich bin noch voll in meinem Perfektionismus drin und ich will alles, dass es schön sachlich deutsch ist. Also ich kam ja auf dieser Reise, ich war noch nie so deutsch wie auf dieser Reise. Und das war total krass für mich, ja, für die Migrationstante, sage ich mal. Das war für mich so eine wirklich Grenzerfahrung fast schon. Und auf dieser Reise habe ich eine kennengelernt, man sieht sie hier ganz vorne, das ist Dina. Dina kommt aus Ägypten, offensichtlich unterscheidet uns etwas in der Form, wie wir sozusagen vielleicht Religion oder auch Tradition eher interpretieren. Dina trägt nämlich ein Kopftuch und meine Eltern kommen aus der Türkei und das ist jetzt sehr persönlich, was ich hier erzähle, aber wir sind ja unter uns. Ne? Ich bin sehr liberal erzogen und zum Kopftuch hat man ja wirklich so eine Meinung, ja, nein. Und ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Ja? Das muss ich ehrlich sagen, das ist etwas, wo ich sage, da habe ich keine Verbindung zu.
Und vor dieser Reise hätte ich mir nie im Leben vorstellen können, dass ich jemanden kennenlerne, mit der ich nicht nur eng befreundet bin, sondern mit der ich auch Business mache, die ich sogar jetzt, und das ist die neueste News, die kriegt ihr jetzt sozusagen ganz hot mit hier, mit der ich sozusagen ein Chapter von meinem Global Digital Women Network in Ägypten etabliere, in Alexandria. Ich habe nämlich überlegt, als ich zurückkam, ich habe gesagt, okay, ich will mein Frauennetzwerk auch noch diverser aufstellen. Ich will es nicht nur in Deutschland haben, sondern ich will die Welt erobern, nichts weniger als das. Und dann habe ich überlegt, wo fange ich an? Und die ersten Sachen, die mir einfielen, waren Frankreich, Italien, Spanien, so alles Dinge, wo ich vielleicht auch mal irgendwie gern Urlaub mache und was ich irgendwie toll finde. Und dann habe ich halt, Dina kennengelernt und Dina hat ein Innovations- und Kulturzentrum in Alexandria aufgebaut, das sich an Kinder und Jugendliche richtet und denen über Digitalisierung Kultur näher bringt. Und dann haben wir uns so gut verstanden auf dieser Reise und es war nie ein Thema, bis auf einen Abend, da haben wir das Thema angeschnitten und ich wusste, wenn wir das Thema anschneiden, es wird komisch. Und wir haben aber diskutiert und sie hat mir ihre Geschichte erzählt, auch ihre sehr persönlichen Beweggründe. Und in mir hat ein Prozess angefangen. Und ich muss euch ehrlich sagen, Dina, ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, ja, aber ich kann es akzeptieren. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum Diversität so wichtig ist und warum wir auch die Seite beleuchten sollten, dass es eben manchmal nicht einfach ist. Es führt uns an unsere eigenen Grenzen, weil es Mentalitäten, Kulturen und auch Ansichten gibt, die wir nicht verstehen. Aber wenn es darum geht, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, ist es umso wichtiger, doch dann einen Mittelweg zu finden und zu überlegen, wie kann man tatsächlich an der Stelle gemeinsam die Welt erobern. So, insofern fangen wir demnächst in Alexandria an und wir werden auch in die Schweiz gehen. Wir haben gesagt, Schweiz, da ist es noch schlechter als in Deutschland mit dem Thema Frauen. Und wir werden auch in London, ein Klassiker musste sozusagen dann noch dabei sein, bevor es hier an der Stelle zu exotisch wird. Ich habe euch erzählt, was ich gelernt habe, also das klingt so ein bisschen nach Plattitüden, aber am Ende des Tages ist es wirklich so. Dieses Out-of-the-Box-Denken bringt einen dazu, wenn man so eine, ja, Grenzerfahrung ist zu viel, aber wenn man so eine Erfahrung gemacht hat wie ich, dass man auf einen Menschen trifft, der alles abbildet, was man für sich überhaupt nicht vorstellen kann und akzeptieren kann. Aber das ist eben Diversität und deswegen geht über eure Grenzen auch in euren Teams. Wenn ihr Leute trefft, wo ihr sagt, das kann ich nicht nachvollziehen, aber wir haben ein gemeinsames Projekt, das nennt sich nämlich Innovation und Zukunftsfähigkeit. Lass uns zusammen an der Schnittstelle tatsächlich arbeiten. Jetzt vielleicht noch, wenn ich schon mal hier bin, dann muss ich ein bisschen auch Werbung für die Kiste hier machen. Global Digital Women. Also drei Sachen, die wir sozusagen machen, ist einmal so das Thema Network. Ja, also wir machen viele Veranstaltungen, monatliche Formate, Afterworks, wo wir uns monatlich hier bisher bundesweit treffen und damit dann eben auch demnächst in der ganzen Welt starten wollen, wo wir bei verschiedenen Unternehmen zu Gast sind und die so ein bisschen erzählen, was sie gerade antreibt im Bereich Digitalisierung. Wir haben das Thema Visibility, Sichtbarkeit, alle reden drüber. Ich habe irgendwann gesagt, wir machen es auch. Also wir versuchen, diese Frauen, die es da in den Unternehmen gibt, auf die Panels zu bringen, über verschiedene Kooperationen sichtbar zu machen, in den Medien sichtbar zu machen, weil es ist nicht so, dass es die Frauen in den Unternehmen nicht gibt. Oft ist es auch ein Sichtbarkeitsthema, das muss ich euch auch an der Stelle sagen. Und das dritte ist so dieses geflügelte neue, fancy, neudeutsche Wort Empowerment, also die Bestärkung, wenn verschiedene Talente aufeinandertreffen, die so nie aufeinander getroffen wären. Das ist mein Anspruch, das Netzwerk an sich auch divers zu gestalten, um dann eben gemeinsam Innovation voranzutreiben. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir natürlich, wenn wir Leadership googeln, dass wir irgendwann mehr Frauen sehen, vielleicht nur Frauen. Nein, wir wollen auch Männer sehen, so ist es nicht. Und ich freue mich heute sehr, hier zu sein. Und ja, folgt mir auf den Kanälen. Ich folge euch auch zurück. Es hat sehr viel Spaß gemacht.